Ja, bitte? Hallo, ich möchte gerne meine Tochter für den Kindergarten anmelden. So, dann suche ich Ihnen mal schön die Unterlage raus, die Sie mir ausfüllen können. Dürfen Sie sich gerne uns hier hinsetzen? Danke. Gucken wir uns die Bilder schön an. Das wäre jetzt der Antrag auf Aufnahme in die Einrichtung. Das wären hier Ihre Personalien, die der Kinder. Ja, hallo Frau Dietz. Sie hatten gesagt, dass Sie noch nach einem geeigneten Kindergartenplatz für Ihre Familie suchen. Vielleicht können Sie mir einfach mal sagen, wo so Ihre Präferenzen liegen und für was Sie sich interessieren. Ja, ich bin mit meinem Arbeitgeber noch in Klärung. Es ist jetzt noch nicht ganz sicher, ob ich vormittags oder auch nachmittags arbeiten muss. Da wäre jetzt die Frage, ob es da auch die Möglichkeit gibt, eine Nachmittagsbetreuung mit einzubeziehen. Also Frau Dietz, ich kann Ihnen da unterschiedliche Möglichkeiten zeigen. Wir haben einmal das Kinderhaus Wirbelwind oder auch das Kinderhaus Bäderwiesen. Die bieten einfach verlängerte Öffnungszeiten und auch Ganztagesöffnungszeiten für alle Kinder. Mhm. Das Kinderhaus Bäderwiesen hat eine ganze Palette von Öffnungszeiten und das Kinderhaus Wirbelwind bietet Betreuung an von 7 Uhr bis 16.30 Uhr. Ich kann Ihnen das mal zeigen. Hier ist unsere Tabelle mit den unterschiedlichen Angebotsformen. Im Kinderhaus Bäderwiesen bieten wir Regelbetreuung an, jeden Tag bis 12.30 Uhr und montags und mittwochs auch am Nachmittag. Dann haben wir die verlängerte Öffnungszeit von 7.30 Uhr bis 13.30 Uhr. Mhm. Und dann haben wir auch noch die kleine Ganztagsbetreuung, nennt sich das. Da wird am Montag und am Mittwoch durchgängig betreut von 7.30 Uhr bis 13.30 Uhr und im Rest der Woche dann immer bis 13.30 Uhr, sodass sie auch flexibel werden mit den Öffnungszeiten und den Arbeitszeiten. Das bieten wir sowohl im Krippen- als auch im Kindergartenbereich an. Im Wirbelwind, wie schon gesagt, bieten wir an von 7 Uhr bis 16.30 Uhr eine durchgängige Betreuung. Wir haben unterschiedliche Konzepte mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Wir haben kulturelle Vielfalt und Kultur. Wir haben im Bäderwesen Sprache und Körper. Im Wirbelwind haben wir den Schwerpunkt tiergestützte Pädagogik. Und seit neuestem bieten wir auch einen Waldkindergarten an, den die Spielbude e.V. Für uns betreibt als freier Träger. Da hätten Sie auch die Möglichkeit, Ihr Kind bei uns zentral mit anzumelden. Okay. Und worin genau besteht dann der Unterschied zwischen dem Naturkonzept im Kindergarten und dem Waldkindergarten? Also es ist einfach so, dass im Naturkindergarten bei uns die eine Einrichtung und einen Bauwagen zur Verfügung haben und auch viele Sachen, Forschersachen oder im MINT-Bereich innerhalb der Einrichtung bieten und dann Waldtage oder Waldwochen machen. Und im Waldkindergarten ist das Schöne, die Kinder sind den ganzen Tag an der frischen Luft und haben dann Bauwagen, wo sie sich zurückziehen können, wenn es mal Unwetter gibt. Aber die sind den ganzen Tag draußen. Also die nächsten Schritte wären dann so, dass wir sie vormerken würden auf unserer Vormerkliste. Sie würden dann 3 bis 6 Monate vorher von uns Post bekommen. Frau Luxemburger würde Ihnen die Zusage zustellen, zusammen mit der Benutzungsordnung und den Datenschutzpapieren. Im Anschluss würden Sie dann quasi die Einrichtungsleitung kontaktieren und einen Ersttermin ausmachen, wo dann die Aufnahme besprochen wird und auch das Vorgehen in der Eingewöhnung.